Hallo meine Lieben, und hier bin ich noch ein drittes und letztes Mal. Und zwar habe ich heute mein riesengroßes Paket bekommen aus der Gruppe, die heißt Nette Schnäppchen-Ecke. Ich habe bei dem lieben Dieter bestellt und das sind so mega, mega schöne Sachen zu so kleinem Preis und die wollte ich euch einfach zeigen. Ich habe da neben mir die Kiste stehen. Und dann werde ich euch mal zeigen, was ich mir alles Schönes gegönnt habe. Und zwar, als erstes habe ich mir diesen schönen Block gekauft. Da sind 24 Blätter drinnen, 15,2 mal 15,2 und der ist so, so wunderschön. Da kann man schön zu Weihnachten arbeiten. Und den habe ich mir gleich fünfmal gekauft, weil er so, so schön ist. Und um den Preis um einen Euro, da muss man zuschlagen. So, dann habe ich mir diesen schönen Block gekauft, auch 15,2 mal 15,2. Da kann man dann sehr schön Alben damit basteln. Ich freue mich schon richtig drauf. Und den habe ich mir auch viermal mitgenommen, auch um einen Euro. Dann habe ich mir noch diesen schönen Block. Ich hoffe, es blendet nicht zu viel. Der ist auch wunderschön. Auch um einen Euro. Und den habe ich mir gleich dreimal mitgenommen. Dann habe ich noch diesen schönen, auch einen schönen weihnachtlichen. Da kann ich für meine Märkte wunderschöne Karten damit basteln oder Alben. Mal gucken, wie das dann ankommt. Auch um einen Euro. Und die habe ich mir auch dreimal mitgenommen. Habe auch bei dem lieben Dieter schon wieder was, einen neuen Warenkorb. Die Preise sind einfach unschlagbar. Dann habe ich mir zweimal das mitgenommen. Das sind 50 Karten und 50 Umschläge. Die habe ich mir in Weiß, die habe ich mir gleich zweimal genommen. Dann kann ich endlich ganz viele Karten basteln. Werde ich euch natürlich zeigen. So, dann habe ich mir noch mitgenommen. Und zwar für Babyalben machen habe ich mir diese schönen Kärchen für Jungs. Und die habe ich dreimal. Ich glaube auch 1 Euro, drei Päckchen. Bei den Karten bin ich mir nicht mehr sicher, 1 Euro oder 2 Euro. Aber wie gesagt, unschlagbare Preise. Und dasselbe habe ich mir nochmal im Mädchen mitgenommen. Und die habe ich auch dreimal. Einfach unschlagbar. So, jetzt kommt mein ganz, ganz viele Stempel und Standschablonen. Oh, da liegt da noch einer. Ups. Und zwar den Block habe ich sogar ein sechstes Mal. So, dann habe ich mir Stempelchen gekauft. Und zwar einmal diesen schönen hier. Da ich ja auch sehr gerne koloriere, dann habe ich diesen schönen Stempel und ich möchte es mal ausprobieren, auf Bergamano-Papier zu stempeln und dann zu kolorieren. Bin gespannt, wie das wird. Dann habe ich diesen schönen Stempel noch. Auch wunderschön für Weihnachten. Dann habe ich diese schöne Herzkönigin. Hat mir auch super gut gefallen. Dann habe ich diesen schönen Herzkönig.
dann auch noch in Herzbauern. Einfach nur zu goldig. Dann habe ich hier noch Stempel von Viva Decor. Die hatte auch der liebe Dieter. Und die sind so super, weil einfach mal deutschsprachige Stempel sind. Die suche ich schon so lange. Ich mag einfach die englischen Sprachen nicht. Stempel. Das ist nicht meins. Ich habe lieber die deutschen. Das ist einmal für Baby. Dann habe ich diese schöne Stempelchen. Da haben wir Silberhochzeit, goldene Hochzeit, Hochzeit und Menükarte. Danke, Geburtstag, Jubiläum, Hochzeitstag, Einladung zum Zur. Und da haben wir die herzlichsten Glückwünsche. Dann haben wir da noch einen schönen Rahmen und hier noch zwei Eck und so Bordürenstanze. Finde ich mega klasse. Und dann habe ich mir noch das gekauft. Und zwar für Erstkommunion und Kommunion und Firmung. Konfirmation zur Taufe finde ich auch mega, mega schön. Und unschlagbar zu diesem Preis. So, dann kommen wir jetzt zu den Stanzen. Und zwar fürs Babyalbum habe ich mir so eine Schnullerstanze gekauft. Dann diesen süßen Storch. Dann habe ich mir noch diese Rentiere. Und dann habe ich endlich mal so Wortstanzer gefunden. Und zwar in stiller Trauer. Diese Karten gehören leider auch dazu und die habe ich schon ein paar Mal gemacht und ich finde es super klasse, dass ich diesen Wortstanzer jetzt habe. Dann habe ich hier zur Konfirmation, zur Kommunion, dann habe ich hier Einladung. Dann nochmal aufrichtiges Beileid. Hoffentlich sieht man das. Dann habe ich hier frohe Ostern. Frohe Festtage steht da drauf. Zur Hochzeit, Geburt und Taufe. Dann habe ich noch herzlichen Glückwunsch, frohe Weihnachten und hier habe ich draufstehen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und gute Besserung. Bin so mega, 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 mega happy. So, dann habe ich hier noch ein mega tolles Set. Das werde ich mal aufmachen mit euch. Moment, muss ich mal gucken, ob ich das aufkriege. Oder da hinten sieht man, was da alles drinnen ist. Und zwar habe ich da drinnen Designpapier, Karten, dann habe ich das Schönes, dann habe ich zwei schöne Schmetterlingsstanze drinnen und einen riesengroßen Stanzer. Ich freue mich schon drauf, damit zu arbeiten. Mal gucken, vielleicht kriege ich es auch, dann kann ich es euch eventuell noch besser zeigen. Schauen wir mal rein da. Auch zu einem unschlagbaren Preis. Ich sehe, da sind sogar noch zwei Stempel drinnen, aber leider sind die Stempel auf Englisch. Na gut, kann man nichts machen. Und zwar, hier sieht man den einen Schmetterlingsstanzer. Da
Das ist der zweite. Und da sind so Stempel dabei. Da steht drauf, if nothing ever changed, there be no beauty. Please. Just when the caterpillar touched the world, was ever it become a butterfly. Bin nicht so gut in Englisch, tut mir leid. So, das ist drinnen. Dann haben wir den wunderschönen großen Stanzer. Der ist wunderschön. So, dann haben wir hier eine Menge kleine Papiere in verschiedenen Farben. Finde ich mega klasse. Kann man schön ausstanzen. Dann habe ich hier das Designpapier. Finde ich auch mega schön. Mit den Schmetterlingen. Kann man wunderschön eine Alben damit machen. Dann haben wir hier noch einfärbiges Papier. Diese Farbe, das ist pink, das kommt wahrscheinlich gar nicht so rüber. Das ist eher mehr so ein Braun. So, dann habe ich hier noch so einen schönen Schmetterling dabei. Und hier habe ich dann noch, ui, guck mal, ui, das sind so 3D-Motive zum Ausschneiden. Wunderschön. Gefällt mir sehr gut. Guck mal. Das passt schön zu dem einen Stempel, was ich mir gekauft habe. Dann habe ich noch diese dabei. Und diese. Und hier habe ich dann noch, ui, das sind Karten. Guckt mal. Guck mal, das sind wunderschöne Karten in verschiedenen Farben. Dann habe ich hier noch so ein Weiß, ein Gelb und dann so ein Violett. Wunderschön, ich bin mega begeistert. Ich werde, glaube ich, noch öfters bei den lieben Titter bestellen. Das geht also einwandfrei, keine Probleme, wunder, schön. Bin wirklich mega begeistert. So, dann lege ich das noch auf die Seite. So, und dann habe ich noch größere Papiere. Und zwar habe ich da noch zu den kleinen. Passend die großen. Da sind 12 Stück drinnen, 30,5 x 30,5 in diesen Farben. Ich hoffe, man sieht das. Diesen 6 Farben. Und den habe ich mir gleich dreimal mitgenommen. Dann kann ich super schön Alben damit basteln. Dann habe ich mir diesen mit diesen Farben. Ha,
habe ich mir zweimal mitgenommen, auch 30,5 mal 30,5. So, und jetzt haben wir das letzte. Und zwar sind da diese Farben drinnen. Schöne, schöne Frühlingsfarben. Und den habe ich mir dreimal gekauft. Und als Goodie vom lieben Tito waren diese Sticker mit dabei. Vielen, vielen herzlichen Dank. So, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. In den nächsten Tagen kommt nochmal eine riesengroße Bestellung von einer anderen Gruppe an. Die werde ich euch natürlich auch zeigen. Und dann kommen ein paar Videos mit fertigen Werken, die ich gewerkelt habe. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bis dahin, tschüss!